Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem sehr kurzen Video, einmal über den Imperativ, die Befehlsaussage, also das kennen wir auch aus dem Deutschen, ne? Wir kennen ja auch dieses Lass das sein oder gib mir das, ne? Also wenn wir wirklich halt einfach jemanden dazu auffordern, irgendwas zu machen. Und das ist im Englischen sehr leicht zu bilden. Wir verwenden nämlich einfach nur die Grundform des Verbes ohne das To halt davor. Ne? Also wenn wir jetzt sowas wie to come haben, dann nehmen wir einfach ein ganz normales come. Und setzen das an den Anfang des Satzes. Ne? Wenn wir Verneinung machen, packen wir davor noch ein don't und dann sind wir schon fertig. Dann haben wir solche Sätze wie give me that, ne? Gib mir das. Oder don't go there. So nach dem Motto, geh da nicht hin. Das ist wirklich einfach nur, wir müssen halt einfach nur das normale Verb nehmen, an den Anfang des Satzes packen und entweder halt das ohne don't oder mit don't halt davor packen und dann den restlichen Teil des Satzes einfach dahinter schreiben. Deswegen, die Imperative sind wirklich sehr leicht zu bilden, damit solltet ihr kein Problem haben und ich denke, dass ihr mit den Aufgaben super zurechtkommen werdet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.